Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bionic Commando mit Spencer und seinem bionischen Arm und mir, Mr. Möhr. Das letzte Mal haben wir die Minenfelder zum ersten Mal ausgeschaltet und können uns quasi jetzt von diesen Minen darüber hangeln. Das werden wir auch sofort machen. So. Über diesen Baum drüber vor allen Dingen. Gut. Das Minenhangeln, nenne ich es jetzt einfach mal, ist relativ anspruchsvoll. Relativ in dem Sinne, dass wenn man sich einmal vergreift, ist man tot. Und die Dinger sind jetzt nicht so riesig. Aber es ist noch lange nicht irgendwie richtig anspruchsvoll, wie es später werden wird. Nö, das ist noch alles relativ im Rahmen. Gut. So, und ich schwinge hier nur seitlich. Das macht mir ein bisschen Angst. Gut, dann greifen wir einfach nochmal neu. Und versuchen jetzt irgendwie darüber zu kommen. So, so klappt das. Gut, auf zu dieser Mine. Und an der springen wir grandios vorbei. Können uns aber noch festhalten, oh Gott. Das war ein wenig riskant wieder. Gut, ziehen wir uns wieder ran. Fahren neu aus. Und jetzt können wir mit einem Sprung direkt rüber, oder? Jawohl. Gut, das hätte ich auch noch im letzten Part machen können. Weil jetzt kommt eh wieder eine Ladesequenz. Tunnel heißen eigentlich so gut wie immer Ladesequenz. Eigentlich immer. Gut. Diese Ladesequenz scheint mir irgendwie ein bisschen länger zu sein. Weiß ich jetzt auch nicht, wieso. Ah. Einmal kurz durchstrecken sei mir erlaubt. Das war nicht sehr professionell, aber immer noch besser, als hätte ich jetzt mit voller Absicht reingefurzt ins Mikrofon. Gibt es ja auch manche Spezialisten, die das machen. Damit spreche ich jetzt keine bestimmte Person an, sondern einfach Leute, die das tun. So, wir haben gespeichert und müssen weiterlaufen. Oh, ein zerschrottetes Polizeiauto und der Typ redet wieder. Irgendwas ist in der Luft. Ein Hiker, was ist das denn? Und da ist ein Pod-Drop. Ja. Was bedeuten diese Dinge? Diese blauen Punkte auf der Karte stehen für Waffen, die uns zugeschossen werden, mit nur wenig Munition zwar, aber die können wir dann aufsammeln. Das ist immer unsere dritte optionale Waffen. Das ganze Spiel über haben wir die Pistole und die Granaten meine ich natürlich, insofern wir auch Munition für die haben. Und das Blaue ist immer unsere Sonderwaffe, gibt es einige von. Ja, was er damit ausdrücken möchte, ist, das ist eine Pumpgun. Die sieht doch schon richtig, richtig geil aus, oder? Moment, man kann sich schlecht sehen. Hier, so. Die Pumpgun. Die ist doch richtig geil. Macht auch viel Schaden, aber wir haben leider nur 8 Schuss damit. So, hier sieht man sie besser. Uiuiuiui. Eine richtig geile Waffe. Und hier haben wir Nvidia-Schleichwerbung. Ey, ich benutze keine Nvidia-Grafikkarte, sondern Arti. Seit kurzem. Irgendjemand sieht mich. Oh, da unten. Oh, ich erinnere mich, jetzt kommt gleich eine sehr, sehr schwere Stelle. Ich kriege jetzt schon das Kotzen. Da werde ich auch das ein oder andere Mal sterben. Seid euch sicher, dass ich das tun werde. So, und wir springen jetzt quasi runter und benutzen unseren Jump-Tritt, der in dieser Situation doch wirklich am effektivsten ist. So. Oh Gott, wir sterben. Okay, jetzt Zeit für die Pumpgun. Und zack, mit einem Schuss und... Habe ich seinen Kopf weggeballert? Sieht fast so aus. So, oh, was willst du? Zack. Ja, wie gesagt, die Pumpgun ist wirklich sehr, sehr effektiv. Und das ist ja noch einer. Gut, dich verprügeln wir. Ah, so. Tschüss. So, er ist auch weg. Und jetzt müsste hier noch einer stehen irgendwo. Oder auch nicht. Gut, wo war der Wegpunkt? Da hinten war der Wegpunkt. Wie kommen wir da am besten hin? So, ungefähr. Wir springen hier rüber. Hangeln uns hier dran. Sehen weiter Schleichwerbung. Muss jetzt nicht sein, aber gut. Schleichwerbung. Ich mache keine Werbung für Nvidia. Sind zwar gute Grafikkarten und jetzt mache ich Werbung, aber ich mache keine bewusste Werbung für Nvidia. Ich finde auch Arti-Grafikkarten toll. So. Damit mir das nicht vorwerfen kann. So, und was willst du? Du kriegst einen Kopfschuss. Und wenn du möchtest, mache ich auch hier ein bisschen Stunts mit dir. Was aber nicht ganz so gut funktioniert hat. Schade. Möchtest du ein bisschen Akrobatik bekommen, Gegner? Da, hier, so. Das ist doch spannend, oder? Macht doch Spaß. Au, 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 hört auf, mich abzuschießen, das mag ich nicht. So, gut, ein gezielter Schuss und jetzt müsste da der nächste. Da bist du. Noch ein gezielter Schuss und er ist weg. Noch einer und noch einer. Oh, der lebt sogar noch. Gut. Alle getroffen. So muss das auch in der Praxis aussehen. Jetzt springen wir hier rein. Gut. Die Stelle, von der ich übrigens gesprochen habe, ist noch nicht vorgekommen. Also macht euch da mal keine Sorgen, dass ihr irgendwas verpasst hättet. So, jetzt sind wir hier drinnen und gehen mal diese Treppe hoch. Da sind wir schon Gegner.
Oh, so. Sei doch still. Hier kommen jetzt, glaube ich, extrem viele Gegner. Soweit ich mich erinnern kann, kommen hier sehr, sehr viele Gegner. Wir sollten sehr sparsam mit unserer Shotgun-Muni sein. Oh, ja. Ist gut, Leute. So. Komm doch bitte her. Gut. Der Schuss hat gesessen. Okay, jetzt reicht's. Ich wechsle auf die Shotgun. Hallo. So, das reicht. Einen wollte ich damit töten, damit wir den schon mal weg haben. Das Gute ist, dass wir keine Lebensbalkensystem haben, sondern dass wir uns automatisch regenerieren. Das heißt, wir können einiges riskieren. Auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad ist es ein wenig anders. Da ist das ziemlich tödlich, wenn man sich in den Kugelhagel stellt. So, wir haben uns jetzt hier durchgekämpft und haben wieder einen schönen Ausblick und ja, wir sind auf der anderen Seite. Und wir haben eine neue Fähigkeit erlernt, die Death from, gut, mir ist der Name entfallen, aber die Fähigkeit ist sehr, sehr wichtig, glaubt mir. Und die brauchen wir jetzt auch hier an dieser Stelle, um das Ding hier kaputt zu kriegen. Ihr interessiert euch, was diese Fähigkeit auf sich hat, dann schaut jetzt ganz genau hin. Haya! Death from above! Zang! Ja, ja, rede bitte. Secretary Armstrong, status report. I'm in the middle of something, Secretary. Maybe you could ask Joe. I outrank you both, Major. And don't you forget it. You report to me at my say-so. Fine. Here's the report. The city is in ruins. Everybody's dead. Is that what you were looking for? Oh, spare me the melodrama. I'll be checking in on you, Major. I run this mission. Okay, ihr habt's gehört. Ein wenig Zwiespalt zwischen den einzelnen Missionsleitern. Und, oh, irgendwie hört sich das merkwürdig an. Und Death from Above ist quasi, wenn wir von oben fallen, können wir beim rapiden Drücken der E-Taste eine Schockwelle auf den Boden ausüben, die sogar diese Röhre zerstören kann. Gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also gehen wir jetzt quasi in den Tunnel rein. Und was bedeutet normalerweise ein Tunnel? Gut, in diesem Fall anscheinend nicht. Habe ich mich geirrt? Kann schon sein. Hier müsste gleich ein Gegner sein. Schleichen uns mal ein bisschen. Wobei, schleichen können wir hier gar nicht. Da dürfte der sein, der Gegner. Oder auch nicht. Ja gut, dann halt nicht. Ich meine, ich brauche keinen Gegner zwangsläufig. So, wir müssen aber anscheinend wieder ein Relay hacken. Das kennen wir jetzt bereits. Und dazu gehen wir, glaube ich, mal hier an diese Pipeline da oben. Und hier hoch. Und da sehen wir schon einen Gegner. Sollen wir uns ranschleichen wie Splinter Cell? Nein. Wir sind hier schließlich in Bionic Commando, wo es sowas wie Schleichen nicht gibt. Da wird hier ordentlich durchgeballert und gekämpft bis zum geht nicht mehr. Shotgun, Shotgun. Hallo. Und zwei auf einmal. Oh, schön. Die Shotgun ist sehr, sehr cool. Eine meiner Lieblingswaffen. So, und jetzt sind sie, glaube ich, alle tot. Ja, das geht relativ flott von der Hand. Muss man nicht viel üben für. Wir holen uns noch die ganze Munition, die hier rumliegt. Sollen ja auch nichts verschwenden. Und jetzt hacken wir das Relay. Deactivating Minefield. Ja, das kennen wir ja zu Genüge. Sponge Tech. Nein. Wir gucken uns das hier nicht an. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit. Aber das braucht man wirklich nicht. Das ist optional. Paratroopers. Was könnte er damit meinen? Das ist eine gute Frage. Da ist ein Pod-Drop. Was ist in diesem Pod-Drop drinne? Schauen wir doch einfach mal. Es ist weiter Shotgun-Munition. Da sagen wir definitiv nicht nein. Gut, und gehen jetzt wieder in den Tunnel rein. Jetzt dürfte eine Ladezeit kommen, oder? Ja, was ist denn los mit dem Spiel hier? Oh, was ist denn jetzt los? Irgendjemand redet, das heißt, hier müsste jemand im Tunnel sein. Ja, da. Sollen wir mal richtig hier Spaß haben? Hallo, Granate! Ja, das macht mir Spaß, muss ich leider zugeben. So. So, und da wir... Jetzt haben wir ein Ammunition Upgrade, das heißt, wir können mehr Munition gleichzeitig tragen. Das ist auch relativ sinnvoll. Und ihr seht oben die Punkte auf der Karte, das heißt, über uns sind massig Gegner. Das mag mir nicht so gefallen, aber gut. Wo sind die denn da oben? Ja, wir müssen da hoch, weil da auch das Minenfeld ist, um zum Wegpunkt zu kommen. Und so lange spielen wir noch, weil dann speichert das Spiel und dann kann ich erstmal Pause machen. Hallo. Ah, das macht Spaß. Ihn mit einem Schuss auszuschalten ist wirklich ein sehr gutes Gefühl. Klingt wie ein wirklich sehr merkwürdiger Satz, aber es ist nun mal Fakt. So, jetzt will ich bitte nicht sterben. Das wäre jetzt sehr bitter. So, wir haben ja jetzt Zeit dank dem 15-Minuten-Limit.
Sonst hätte ich jetzt hier Pause machen müssen und das wäre sehr ärgerlich gewesen. Weil ich jetzt keine Zeit habe, um noch ein Part aufzunehmen. Und direkt hatten, dann hätte ich alles nochmal spielen müssen. Aber perfekt. Dank YouTube kann ich jetzt auch hier weiter ganz entspannt mich an dem Ding festhalten und rein in die Ladezeit, wo dann auch gespeichert wird. Das klingt nach einem guten Plan. Und das tun wir auch gleich und in die Tunnel rein. Gut, anscheinend doch keine Ladezeit. Habe ich mich wohl geirrt. Das ist ein wenig ärgerlich, wobei wir trotzdem gespeichert haben dürften. Insofern sehen wir uns beim nächsten Mal, liebe Leute, bei Let's Play Bionic Commando. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.